Zur praktischen Berechnung des bestimmten Integrals. Gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten oder zwei Hauptmöglichkeiten. Eigentlich sogar drei, auf die dritte werden wir später eingehen. Ja, dann gibt es einmal die Methode, die ich schon hier angewendet habe bei den Anführungsbeispielen mit dem GTA. Der GTA, der grafikfähige Taschenrechner oder auch der PC, die benutzen meistens Näherungsverfahren dafür. Mit diesen Näherungsverfahren werden wir uns später noch genauer befassen. Das Verfahren, was wir jetzt etwas genauer durchleuchten wollen, ist nach dem sogenannten Hauptsatz HS der Differentialrechnung und Integralrechnung. Gut. Wie wird das nach diesem Hauptsatz berechnet? Da existiert folgende Formel: Integral f von x dx in den Grenzen von a nach b ist f von b minus f von a. Diese Formel ist elementar, das ist eine der wichtigsten Formeln der Klassenstufe 11 überhaupt und auch der Integralrechnung. Warum heißt das nur Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung? Das ist nicht der Hauptsatz an sich, hier steht der Nachhauptsatz. Hier auf der rechten Seite stehen Stammfunktionen. Stammfunktionen entstehen durch Aufleiten und dieses Aufleiten ist ja die Umkehrung des Ableitens. Deswegen wird das Aufleiten in vielen Lehrbüchern auch mit zur Differentialrechnung dazu gezählt. Auf der linken Seite steht ein Integral, also hier einmal was aus der Integralrechnung, hier aus der Differentialrechnung. Deswegen diese Namensgebung. Ja, die Frage ist, wie wird sowas nun angewendet? Wir kommen zu einigen Beispielen. Beispiel 1. Wir sollen berechnen das, was wir zuerst gerade hatten, mit praktisch mit Definition, mit Grenzwertbildung, Integral x² dx von 0 bis 1. Da sagt jetzt diese Formel, wir brauchen erst eine Stammfunktion, wir integrieren also unbestimmt. Leiten auf, 1 Drittel x hoch 3. Jetzt ist die übliche Schreibweise, dass man sich um diesen Term zunächst eine eckige Klammer setzt und an die Klammern rechts nochmal die Grenzen schreibt. Das ist ein Zwischenergebnis. Jetzt gucken wir in die Formel. Hier steht also eine Stammfunktion. Das plus c kann man weglassen in diesem Fall, weil ich habe ja hier eine Differenz und hier würde einmal plus c stehen und hier einmal plus c würden sich die c's aufheben. Das nochmal nebenbei. Jetzt sagt die Formel, dass ich zuerst die 1 einsetzen muss in diesen Term, danach die 0 einsetzen in diesen Term und dann muss ich beides subtrahieren. Das ist also, ich schreibe es ganz ausführlich hin, 1 Drittel mal 1 hoch 3 minus 1 Drittel mal 0 hoch 3. Der Term wird 0, 1 Drittel hoch 3 ist 1, also insgesamt 1 Drittel. Das ein erstes einfaches Beispiel. Zweites Beispiel. Wir nehmen das Integral Wurzel x in den Grenzen von 1 bis 4 dx. Wie ist jetzt vorzugehen? Stammfunktion bilden. Dazu ist es günstig, erstmal wieder diese Potenzschreibweise. Und man sieht hier bei dieser Anwendung des Hauptsatzes auch ganz deutlich, dass wir jetzt beides brauchen. Wir haben jetzt also die Verbindung hergestellt zwischen bestimmten Integral und die Stammfunktion suchen, geschieht ja quasi mit Hilfe des unbestimmten Integrals. Wir erhalten also x hoch 1 halb plus 1 macht 3 halbe, Vorfaktor 2 Drittel.
Und jetzt darum die eckige Klammer. Und jetzt von 1 bis 4. Jetzt ist es an der Zeit, sich das nochmal ordentlich aufzuschreiben. 2 Drittel mal, das ist Wurzel x hoch 3. In den Grenzen von 1 bis 4. Das ist gleich 2 Drittel mal Wurzel aus 4 hoch 3 minus 2 Drittel Wurzel aus 1 hoch 3. Jetzt kann man die 2 Drittel ausklammern. 2 Drittel Wurzel aus 4 hoch 3, 4 mal 4 sind 16, mal 4 sind 64, minus, und hier Wurzel aus 1 hoch 3 ist 1, ist also gleich 2 Drittel, Wurzel aus 64 sind 8, minus 1, 8 minus 1 macht 7, 2 mal 7 sind 14, also 14 Drittel, beziehungsweise 14 durch 3 macht 4, Rest 2, also 4 ganze 2 Drittel, wenn ich das Ganze als gemischte Zahl darstelle. Das zum Beispiel Nummer 2. Dann vielleicht noch ein drittes Beispiel. Als drittes Beispiel wählen wir Integral 1 durch x von 1 bis 2 dx. Wir wissen, 1 durch x ergibt integriert Logarithmus naturales Betrag von x. Da hier aber positive Zahlen stehen, kann ich den Betrag auch weglassen. In den Grenzen von 1 bis 2. Das ist Logarithmus naturales von 2 minus Logarithmus naturales von 1. Ja, Logarithmus naturales von 1 ist aber 0. Und das macht also ln von 2. Und das kann man mit dem Taschenrechner noch ausrechnen, sich einen rationalen Näherungswert dazu organisieren. So wird damit also umgegangen mit dieser Berechnung nach Hauptsatz. Wir wollen noch nachweisen zwei Eigenschaften, die ich im vorherigen Kapitel nur genannt hatte. Nämlich die erste Eigenschaft, Integral von a nach b, f von x dx sollte sein, Integral von minus b bis a, f von x dx, das überprüfen wir jetzt mal, das Minuszeichen muss natürlich hier hin. Ja, das wäre laut Hauptsatz f von b minus f von a. Und das ist minus, und das ist laut Hauptsatz f von a minus f von b durch das Minuszeichen davor, ist das also minus f von a plus f von b, und wenn ich jetzt die Summanden umordne, ist das f von b minus f von a. Und wir sehen, dass wir hier Übereinstimmung haben. Als nächstes wollten wir noch nachweisen, Integral von a nach c, f von x dx ist gleich Integral von a nach b, f von x dx plus Integral von b nach c.
f von x dx. So, schauen wir mal, das ist nach Hauptsatz f von a, f von c minus f von a. Hier haben wir f von b minus f von a plus f von c minus f von b. Nochmal gucken. F von c minus f von a. F von b minus f von a. F von b, f von c minus f von b. Da hebt sich dieses f von b jetzt also auf. Und wir haben, wenn wir die Summanden umstellen, f von c minus f von a. Das heißt, linke und rechte Seite sind identisch, also ist auch diese Eigenschaft nachgewiesen. Diese Berechnung nach Hauptsatz und den Hauptsatz selber wollen wir hier nicht beweisen. Es handelt sich um einen relativ aufwendigen Beweis, der auch in jedem gängigen Mathe-Lehrbuch nachzulesen ist. Wichtiger als der Beweis ist, dass man damit rechnen kann, und das haben wir in dieser Lektion gelernt. Wir wollen als nächstes dazu kommen, wie man verschiedene Flächen berechnet.